Das Festival der Sterneköche, so lautet der vielversprechende Name des ersten Radioton-Gourmet-Palasts in Heilbronn. Viele kennen das Konzept der Dinnershow vielleicht schon aus einer anderen Stadt. Nun ist es erstmals auch bei uns angekommen. Exzellente Sterneköche gibt es eben nicht nur in den großen Metropolen, sondern auch hier bei uns in der Region. Bis auf dem ehemals brachliegenden Gelände an der Heilbronner Neckartalstraße gegenüber der Firma Pflanzenkölle, von den Toiletten über die Bar bis hin zur Küche alles eingerichtet war, gab es viel zu tun. Von all dem ist nun pünktlich zu Showbeginn nichts mehr zu sehen. Im Innern des luxuriösen Spiegelzeltes ist es mollig warm, die Tische sind edel eingedeckt, das Catering-Team vom Restaurant Adler am Schloss in Bönnigheim steht in den Startlöchern. Hier in der Küche geht es erstaunlich ruhig zu, dafür, dass gleich fast 300 Gäste bewirtet werden. Ist das immer so? Ja, wir sind ja ein gutes eingespieltes Team, die sind gut vorbereitet und von dem her, wir richten jetzt gerade die Vorspeise an, so peu à peu, so nacheinander. Und wir haben ja immer so einen Zeitraum zwischen einer Stunde, was halt bei der Vorbereitung von den Tellern ist, zwischen den Spielakten zu den Gängen, wenn sie dann serviert werden. Mit wie viel Personal sind Sie denn heute Abend im Einsatz? Wir arbeiten heute mit 19 Mitarbeitern im Service- und Barbereich. Zusätzlich haben wir 7 Leute in der Küche. Die Zeit ist die größte Herausforderung, weil wir ja punktum, wenn die draußen halt uns anmoderieren, dann halt dementsprechend gleichzeitig auch rauskommen. Rund 280 Personen können die Show pro Abend genießen. Schon jetzt sind einige Termine ausverkauft. Günstig ist der Eintritt zur Dinnershow nicht. Eine Karte kostet, exklusive Getränken, ab 99 Euro. Doch dafür bekommt der Gast auch etwas geboten. Neben dem exquisiten Vier-Gänge-Menü der Sterneköche gibt es ein Showprogramm mit Comedy, Magie, Akrobatik und Musik. Zusammengestellt vom bekannten Regisseur und künstlerischen Leiter des Friedrichsbau-Varieté in Stuttgart, Ralf Sann. 4 Stunden lang werden die Gäste jeden Abend unterhalten. Bis zum 6. Januar noch kann man die Kombination aus Gourmetküche und Showprogramm im Heilbronner Spiegelzelt erleben. Herr Himmelsbach, Frau Rupp, die Geschäftsführerin von Radioton, erwähnte vorhin, dass Sie vor mehr als 2 Jahren in Ihrer damaligen Funktion als Oberbürgermeister von Heilbronn dieses Vorhaben Gourmetpalast praktisch mit auf den Weg gebracht haben. Na gut, Sie kennen den Charme der Frau Rupp, insoweit konnte ich mich dem nicht entziehen. Aber ganz ernsthaft, ich fand die Idee super. Und es zeigt, ich bin auch heute sehr zufrieden, dass alles so eingetroffen ist, wie wir das damals besprochen haben. Es war dann ein längerer Weg. Wir wollten das schon ein Jahr früher, oder Sie wollte das schon ein Jahr früher verwirklichen, hat aus einigen Gründen dann nicht funktioniert. Und deswegen bin ich heute ziemlich glücklich zu sagen, naja, gut, hat sich gelohnt. Und ich hoffe, es ist ja auch immer ein wirtschaftlicher Erfolg dabei notwendig. Ich hoffe, dass dieser eintritt. Und Sie merken ja so am Tisch, und wenn Sie mit den Leuten reden, die Leute sind hochzufrieden. Was kann denn im besten Fall so eine Show für eine Stadt wie Heilbronn bedeuten? Na gut, es ist Attraktivität, sagen wir jetzt neben Weihnachtszirkus. Es ist keine, aus meiner Sicht keine Konkurrenz zum Weihnachtszirkus, sondern es ist ein anderes Medium. Und die Leute fühlen sich angesprochen und kommen aus der ganzen Umgebung, aus der ganzen Region. Und insoweit ist es für Heilbronn wichtig gewesen. Und auch im Nachhinein war das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Mittlerweile sind Sie ja bei offiziellen Anlässen nur noch sehr selten zu sehen. Können Sie denn so einen Abend wie heute nun anders genießen als Oberbürgermeister? Ich weiß nicht, ob es anders ist, aber ich habe mir vorgenommen, ich gehe nur noch zu solchen Veranstaltungen, die ich mir wünsche und wo ich denke, wo ich mich wohlfühle. Sie wissen, als Oberbürgermeister muss man auch zwischendurch Dinge tun, die vielleicht nicht so einem so liegen. Das brauche ich jetzt nicht mehr und deswegen genieße ich heute diesen Abend. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Danke.